Hallo und herzlich willkommen zum Internet in Supermarket Casino und Fight Club Simulator, der Simulator, der wirklich alle Simulatoren vereinet. Ey, Quatsch, Spaß beiseite. Ey, ich hab mich, wir müssen auf jeden Fall uns mal ein bisschen mehr aufs Internetcafé jetzt langsam konzentrieren, ne? Und ich hab mal rausgefunden. Wo war das? Fähigkeitenbaum, ne? Guck mal, wir haben 14 Punkte. Ich habe gesehen, dass du hier irgendwie so eine Scheiße machen kannst. Erstmal ein paar Punkte hier einfach mal verteilen, ne? Junge. Wunderbar, haben wir mal ein bisschen was verteilt? So, wie sieht's denn aus hier mit unserem Gemüse und Obst und so ein Dreck? Guck mal ran hier. Zack, da haben wir noch hier noch überall. Avocados, das ist alles noch ganz gut hier eigentlich. Ich würde nämlich gerne, wie viel Kohle haben wir denn? $176, Alter. Also wieso so wenig? So, komm mal an hier den Lachs hier. Mal an da den Dreck. Zack, ist hier öffnet. Leute, kommt drin. Ist hier öffnet. Lass mal die Scheiße da liegen, bitte. Danke. So, machen wir das. Flachi. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen Deko-Zeug mal holen, ne? Habe ich nicht diese automatische Scheiße schon? Ich glaube, das habe ich schon, ne? Nee, habe ich noch nicht. Wer zur Hölle macht das? Mal, habe ich das nicht gekauft? Doch, habe ich, sage ich doch. So, was ist denn mit euch beiden hier? Mann! Hört doch mal auf, mit eurem Klopapier zu werfen. Was soll denn der Scheiß? Mit einer Avocado kommst du hier angeschissen, ey. So, wir sammeln jetzt ein bisschen Geld, damit wir uns dann noch einen Rechner hinstellen können. Wobei wir uns auch mal, glaube ich, wirklich Pflanzen holen sollten. Weil so, was ich gesehen habe, helfen die Pflanzen, ne? Deko. Hier unten kamen irgendwo Pflanzen, glaube ich, ne? Nee? Topfpflanzen. Hier, 99. Versuchen mal eine. Scheiße. Oh, Alter. Geht weg. So, wunderbar. Siehste. Gut, dass ich dieses automatisch Dings annehmen da schon habe. So, wir müssen nämlich mal ein bisschen vorankommen jetzt. So, das stellt man wohl hier in Zack. So eine schöne Topfpflanze. Und dann mal gucken. What's? Hier, plus 20. Der ist bei 22,80 dann. Wir gehen nämlich noch ein Stück. Guck mal. So, $30 die Stunde. Guck mal her hier, nimm deine Bleiche und verpiss hier. Sehr schön. Die brauchen alle eine Top-Pflanze. Aber ich will jetzt trotzdem erstmal ein bisschen Spari machen. Nach Tag-Filtern. Ist auch neu, ne? Okay, Bleiche, parfümierte Bleiche haben wir gar nicht. Wie viel haben wir denn da jetzt noch drin? Verbleibende 6 oder was? Nee, gar nicht wahr. 2 sind noch drin. Verbleibende sind die, die du reinmachen kannst noch, ne? Egal, dann machen wir das dann raus, wenn das weg ist. Und dann kommt das andere Zeug drin. Wir haben ja die andere Bleiche. Aber vielleicht sollten wir den Supermarkt erstmal ein bisschen ruhen lassen.
Ich weiß nicht ganz. Vielleicht ein bisschen mehr auf das Internet-Ding konzentrieren, ne? Ist das jetzt an oder aus? Wer hat denn hier schon wieder rumgekackt? Hier, was soll denn das? Dreckig. Was haben wir denn hier? Rein damit. Wasser haben wir nicht mehr, ne? Uns geht das Wasser aus. Scheiß aus Paper ist alles noch da. Parfümierte Bleiche und Wasser. Okay, gut. Parfümierte Bleiche und Wasser. Parfümierte Bleiche ist teuer, ey. Getränke, müssen wir auch wieder Cola kaufen. Zack, und schon ist die Kohle wieder weg hier. Naja, wie dem auch sei. Bierchen. Da kommt da schon unser Stapler Joe, auf den wir schon die ganze Zeit gewartet haben. So, was hast du denn? 15 Doleros. $30, 19. Wieso ist denn der so? Ach so, weil der hier besetzt war die ganze Zeit. Leck mir eine Fresse. You know that is it. Der ist besetzt. Deswegen konnte ich den noch nicht hochballern. Und wie ich gesehen habe, gibt's hier... Was ist mit dem los? Hey. Wo ist denn die Sau? Hä? Wo ist der hin? Ich hab den eine gezeckt, Mann. Hat der geklaut? Hey, bitte nicht. Lass ihn jetzt nicht irgendeine Tastatur oder so ein Dreck geklaut, dann rassig aus. Dann flipp ich so richtig aus. Ja, ich habe ja Diebe. Man kann ja Diebe irgendwie einstellen oder sowas, ne? Habe ich gemacht. Ob das ein Fehler war, weiß ich bis jetzt noch nicht. Es ist alles da. Mann, wir brauchen nur so einen Billo-Computer. Erstmal. Boah, wir sind auch nicht weit gelevelt hier bei... bei Internetcafé. Da ist noch nicht viel los bei uns. Ich habe keine Chips gekauft, ich Idiot. So, da haben wir Wasser. Zack, haben wir. Bleiche haben wir jetzt auch. Da ist auch noch Bleiche. Bleiche! So, da haben wir jetzt auch wieder. Chips haben wir immer noch nicht. Hab ich vergessen. Das hab ich einfach mal so vergessen. Als Manager. $30. Wir brauchen Topfpflanzen, ne? Topfpflanzen ist, glaube ich, echt ganz gut, die 20%. Warte mal, können wir das jetzt noch ein bisschen da erhöhen hier bei dem? Alter, wie hoch können wir gehen? Sehr gut. Lassen wir so. Muss schon ein bisschen was kosten, ja. Das Internet, wenn man das benutzen will, dann... Ne? Wunderbar, sehr schön. Und die beiden sind natürlich gut, weil die haben schon die besseren Stühle. Und der ist sowieso gut. Der hat eine bessere Maus, der hat eine bessere Tastatur. Ich glaube, der hat auch den besseren Computer, ne? Nee. Der hat immer noch dieselbe Scheiße. Dieselbe Scheiße wie alle anderen. Chairsauce Paper und Bleiche. Parfümierte. $30, sehr geil. Jo. Was brauchen wir denn dafür, wenn wir uns einen neuen holen wollen? Sag ich mal, wir brauchen einen Tisch. Nehmen wir den dreckigen Holztisch. Dann brauchen wir einen Stuhl. Wir nehmen den hier, weil der besser ist. Computer, nehmen wir den Billo. Billo Monitor. Billo Tastatur, Billo Maus. So, 400.
Ach, was war das? 400, dann können wir doch nur eine billige Tastatur, Pflanze nehmen. 597. 597, okay, das kriegen wir hin. So, 600. Sehr geil. Guck mal her hier. Zack, bezahlt. So, was habt ihr jetzt hier mit euren Organic Chips und sowas? Ein bisschen Bier, ja, okay. So. 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 Gut. Dann können wir kaufen jetzt, ne? Kaufen wir den ganzen Hobel hier? Dann setzen wir den da an die Seite, so an die Scheibe, ne? Da kommt der angedrived. Gut beleuchtet ist der Raum, muss ich ja sagen. Das ist wirklich ganz gut beleuchtet. Jo, 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 jo. Okay. So. Der hat eine Packung Chips hier, Klopaper. So. Sehr schön. Zack. Verpiss you. PC. Oh, der hat den schönen Ausblick, ne? Der hat so einen Fensterblick. Bin gleich da, ja? Wer hat denn hier wieder den ganzen Dreck hierher gebracht? So. Frechheit eigentlich. Der geile Stuhl. Ja, wir müssen die ganzen Stühle auch umrüsten. Wenigstens auf diese 2-Sterne-Stühle, ne? Wenigstens auf die 2-Sterne-Stühle. So, jetzt gucke ich mal kurz. Sonst rennt da ja gleich wieder einer ran. Hier, er hier. Guck mal, wir können aber... Gut, der kostet jetzt ganz gut. Rechnung? Ach du Scheiße. Mal schnell abkassieren hier, damit die nicht unglücklich werden, die Ratten. So, wunderbar. Was ist das hier? Da hinten lag da auch noch Müll. Gut, haben wir. Der PC ist auch einsatzbereit. Rechnung müssen wir bezahlen gleich. Wunderbar. Tagchen, Wiedersehen. Geh mal weg hier. Wir werden mal bezahlen kurz. Einarmiger Bandit. Frachtroboter. 39.999. Reduzierter Preis. Leck mich. Bank. So einen hohen Kredit können wir uns nicht mal aufnehmen für den Roboter. Okay. Alter, bist du hier Banana Joe? Was ist denn jetzt los? Banana sein Leben oder was? Können wir hier Bananen nachfüllen? Ich hätte gern einen Mitarbeiter. Muss ich ehrlich sagen. Online-Mitarbeiter. Reiniger, Kassierer, Supermarkt. Umzugsunternehmen können Ihnen dabei helfen, Supermarktprodukte in das Supermarktlager zu transportieren. $250 am Tag. Einfach mal versuchen. Wir probieren es mal aus. Er steht da. Mann, Junge! Oh, Alter!
kann nicht wahr sein. Ein paar Sachen nachkaufen würde ich ganz gerne. Wenn wir so probieren. Ne? Nee, nein, nein, falsch. Hier. So, wir brauchen die Crackers. Getränke. Soda. Kack. Mal eine Papier hier noch. Und die bleiche Dinger. Was kosten? Bin gespannt. Ob er jetzt eiskalt cool ins Lager räumt. So, da kommt er. Okay, er geht an die Arbeit. Okay, er geht wirklich los. Und das macht der Frachtroboter dann, oder was? Alleine? Auch nicht schlecht. Ja klar, deswegen zahlst du einmal so eine Riesensumme, aber dafür hast du den dann, ne? Und der ist nie müde. Mal gucken, sieht's hier aus. Ich brauche diese Organic Chips wieder, ne? Wie war denn das mit dem raus? Kann man das hier nicht rauslöschen? Ich will den da raus haben, den Dreck. Ich hab jetzt vergessen, wie das war, ne? Kann man nicht, ne? Ja, jetzt müssen wir warten, bis das leer ist. Egal. Dann warten wir kurz. Weil ich habe ja jetzt die kleinen Chips geholt. Das waren die letzten Organic Pisser. Wasser. Water. Soda. Klopaper. Klopaper. Und Bleiche haben wir nicht mehr. Warum tut ihr das? Ja, siehst du, das haben wir davon. Jetzt haben wir den Salat. Bleiche habe ich aber geholt, ne? Nur mal so zur Info. Bleiche habe ich geholt. Die muss er nur noch einräumen, ne? Das ist das Problem. So. Geht doch. Zwei Bananen, nur noch so eine Scheiße. Ja, dann kommen halt mal die grünen Äpfel rein, anstatt die Bananen. Ne? So, wie sieht's denn jetzt aus? Jetzt ist die Bleiche wieder da, ne? Ja. Zeig. Die Chips müssen raus, Alter. Die müssen... Ich hab hier einen Arsch voll Chips. Ich ersetze das wieder durch die kleinen Chips. Sollte ich vielleicht noch eine Kassiererin einstellen? Ah, das wäre auch krass. Ne? Das sind ja 500 Euro am Tag dann, die ich nur für Leute, für hier Angestellte ausgebe. Ah, das ist sehr viel. Die Organic Chips brauche ich. Kaufen wir das Bier noch. Reicht erstmal. Oh, wieder 88 Dollar. Wieso übertreibt er so mit Klopapier? Aber der hilft ganz gut mit dem Einräumen. Dann brauche ich mich um die Scheiße nicht kümmern. Genau, lauf los, Junge. Acker. Was ist denn? Wer hat denn das da schon wieder hingeschmissen, ey? Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Guck mal, er geht weiter einkaufen. Wunderbar. Muss ich nicht den Strom mal ausmachen? Retten der soll. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen auf die Dings hier, ne? Auf die Diebe. Apfel und nur Avocado. Sehr schön. $697. Ist okay. Ist super. Normalerweise müssten wir uns jetzt da noch den Klappstuhl holen. So. Dann komm mal her hier mit dem Ding. Gib dir mal gleich her. Können wir mehr verlangen? Welcher ist denn das? Nee, der ist es nicht. Welcher ist es? PC4. Ist der da unten, aber der ist schon in Benutzung. Warum? Wie kann das so schnell gehen? Ja, wo ich auch gehört habe, desto bessere Stühle die haben, desto länger bleiben die. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, desto bequemer der Stuhl ist, desto geiler ist es. Oder? Aber den Stuhl behalten wir mal. Den packen wir mal dahin. So, zeig ich mal her, ist die 4 jetzt frei? Ja. Können wir gleich schön hochballern. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Topfpflanze, ne? Werden wir auch gleich holen. $82 gerade? Habe ich das richtig gesehen? So. Topfpflanzen. Zwei brauchen wir noch, ne? Genau, für die Bienen. Wie redet mein Typen eigentlich? Oh, ich habe Durst und Hunger. Und Energieborg. Dann, Kaffee. Zack, wir sind voll einsatzfähig. Bildüm. Bin gleich da. Der kriegt ja noch eine idyllische Topfpflanze, genau wie der hier. Und schon kann er direkt nach oben hier oben werden. Die haben jetzt alle eine Pflanze. Ah, da guck mal, die sind gleich von alleine hochgegangen. Das freut mich, wirklich. Wunderbar. Wie sieht's hier aus? Sind die Äpfel endlich raus? Mann. Die Bananen, meine ich. Was haben wir hier? Mal so weit nachfüllen. Außer die Chips natürlich. Da, weg. Jetzt kommen die anderen Chips rein. Da, die haben wir auch wieder. Da warten wir jetzt noch ab, bis sie weg sind. Was haben wir denn hier drüben? Weg. Kommt das wieder rein? Organic Pisse. Ach, Sprite, ne? Die Sprite. Die können wir hier drüben reinmachen dann. Wenn das hier aus ist. Ich hoffe, das vergesse ich nicht wieder. Dann machen wir da die Sprite dann rein. Okay, $70. $76. Eieieiei, jetzt kommen wir zu Kohle. Junge.
Ja, 11 Dollar. Er kommt jetzt dazwischen wieder mit 11 Dollar, ne? Mhm. Können wir uns eigentlich noch einen Rechner holen, ne? Einer geht noch rein. Zeig mal her. Tisch. Holz. Klappstuhl. Computer. Monitor. Tastatur. Maus. Topfpflanze. Ja, wir machen den anderen weg, den anderen Stuhl. Scheiß drauf. Ist Mist, was soll ich damit? Genau. Tisch. Dahin. Hau mal ab mit deiner Bleiche, Alter. Sieht aus, als hätte ich jetzt Zeit für deine Bleiche. Wer müllt denn da wieder alle zu? Ist ja heftig. Aber wir haben immer noch gut Kohle, ne? Das heißt, wir können locker den Typen bezahlen, der uns den Scheiß da einräumt. Und wieder Müll. So, ist ein Stuhl. Eine Maus. Dreckige Ratte, was machen die immer? Irgendwas klauen die, ne? Security! I need Security. Zeig ich mal her, PC5. Einmal hochdonnern. Zack. Alter Schwede, jetzt müssen wir blechen. Und wir sind Level 7, ne? Internetcafé. Ja, ist ganz gut, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr jetzt darauf konzentrieren. So, das habe ich weg. Ich mache das Licht an, ne? Ja, besser. Ist nicht du, wenn du hungrig bist. Detail packe ich mal bei dem dahin. Hier, Kollege. Was hältst du von dem geilen Stuhl? Komm, hier. Ja, 19 Dollar haben oder nicht haben, ne? Nehmen wir. So, hier sind wir. Klopapier ganz arm. Sollen wir mal schnell nachgucken. Klopapier können wir wieder nachbestellen. Supergeil. Sind die Chips da immer noch nicht raus? Sprite kommt drin. Da haben wir doch unsere Sprite. Chips, Cola, Wasser, Bleiche, alle da. Wasser, können wir da auch nochmal Cola reinknallen. Klopapier haben wir wieder nicht. Das heißt, wir bestellen Scheiß aus Paper nach. Alter, bewerft mich nicht mit der Kacke hier. Wer schmeißt denn da Kippen an? Direkt an die Kasse, Mann. 11 Dollar, 82 Dollar, sehr schön. 11 Dollar ist natürlich Dreck. Aber 58 Dollar ist gut. So viele Bananen, wie genommen wurden, müssten doch eigentlich schon längst die Bananen weg sein, ne? Kann nicht sein. Jeder kauft hier gefühlt Bananen. Aber im Regal ist immer noch Bananen. Da sind immer noch welche. Wollen wir jetzt gerade machen?
Ja, das muss doch schon längst raus sein. Was wollte ich jetzt gerade machen? Klopapier kaufen, ne? Klopapier und Cola. Diesmal, wir kaufen mehr Klopapier. So. Tränke, Cola, Sprite, Wasser, können wir alles mitnehmen. So, er räumt ja eh ein. Dann muss ich die Preise machen? Ja, stimmt, ne? Na, von der Sprite habe ich kein Einkommen. 3000 Euro. Gesamtgewinn 2000. Da sehen. Na, guck mal, wir haben gar keinen Gewinn bei dem hier. 4,50. Rechnung 344. Ach, wegen dem? Wegen der Miete von dem Kasperkopf? Kann sein, ne? Kann sein. Rechnung? Mitarbeitergehalt. Okay. Ist okay. Kriegen wir schnell wieder rein. Ja, tut mir leid, der Typ vor Ihnen muss in Scheiße getreten sein. Deswegen sind die ganzen Fliehen. Das tut mir wirklich leid. Was ist das hier? Mach weiter, Junge. Was soll denn der Quatsch? Sehr schön. So, was hat er? 35 Dollar, 46 Dollar. Alter, gut, wir kommen gut zu Geld. So, Leute. Ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt hier. Also, wir kommen jetzt langsam zu Kohle. Wir können jetzt auf jeden Fall noch ein paar Tische da machen. Vielleicht sollten wir da mal ein bisschen sparen auf die Erweiterung von dem Raum. Oder wir stellen die Tische noch mal ein bisschen um. Weißt du? Wie so im Klassenraum oder so. So, weißt du, hintereinander und so. Aber ich habe Angst, dass es zu eng irgendwie ist. Oder wir schieben den Tisch da an der Wand noch ein Stück zu ihm und können daneben noch einen Tisch machen. Und hier könnten wir locker noch einen Tisch hinstellen, hier vorne bei dem. An der Scheibe. Daneben am Eingang. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Und natürlich hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und ciao!